Kurz nach 16 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin am Mittwochnachmittag in der Zwickauer Mulde eine leblose Person. Sofort wurde die Polizei, die Berufsfeuerwehr Zwickau und der Rettungsdienst gerufen. Die Kameraden der Feuerwehr bargen den Toten aus dem Wasser. Die Kriminalpolizei hat sofort nach der Bergung die Untersuchung vor Ort aufgenommen. Bisher konnte die Identität des Toten nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Ob es sich dabei um einen 28-jährigen Mann handelt, dessen Ausweis in der Kleidung der Leiche war, kann erst im Rahmen einer Obduktion zweifelsfrei geklärt werden.